Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Sekiro. Jetzt habe ich auch herausgefunden, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte nämlich zu dem Verlies und nicht zu den Ashina-Tiefen hier. Weil in diesen Ashina-Tiefen scheint ja echt dann nur dieser eine Weg nach unten zu sein. Aber ich wollte eigentlich noch dieses Verlies erkunden, weil hier hast du nämlich auch noch diesen Händler und mit dem wollten wir auch noch kurz reden. Damit wir bei dem noch was einkaufen können, sofern er irgendwas Interessantes hat. Aber ich glaube, wir haben schon alles gekauft. Ne, haben wir nicht. Drachenfragment. Maskenfragment hat er nämlich noch, genau. Das hätte ich nämlich auch gerne eigentlich noch. Und dann hat er hier noch so ein paar Sachen, die interessant für uns wären. Aber wir haben nicht genug Geld und deswegen müssen wir erstmal etwas farmen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was auf uns dort unten in den Ashina, in dem Verlies wartet. Sorry. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, was das für Tiere sind, Alter. Ey, der steht ja wieder auf. Was geht mit dem ab? Bleibst du jetzt liegen oder was? Okay. Es gibt immer dieses eine Level Beruhigungsmittel, okay? Es gibt immer dieses eine Level, wo die Gegner immer wieder aufstehen. Genau wie bei... Ey, der lebt doch auch noch da unten. Den kann man nicht töten, okay? Oder... Jetzt hätte ich ihn erlöst von seinen Qualen. So wie bei Dark Souls gab es auch mal diese Untoten. Okay, hier kann man noch rein. Verrottende gefangene Notiz. Die zurückgelassene Notiz eines toten Mannes im verlassenen Verlies. Der duftende Stein wird angeblich im Schrein eines Dorfes in den Tiefen Ashinas verwahrt. Aber was bedeutet sich hineinwerfen? Das waren alle Hinweise aus dem alten Okami-Buch. Aber haben sie den Palast der Urquelle wirklich erreicht? Das wüsste ich gern, aber ich werde es wohl nie erfahren. Kotaro, vergib mir. Ah, shit! Ah! Nein! Uiuiui. Irgendwie dachte ich mir schon, dass es jetzt so eine Art Falle gibt, Alter. Und dann noch so ein Jumpscare, Junge, Alter. Da hab ich mir aber erschrocken, du, ey. Huiuiui. Und du, was liegst du denn da eigentlich so halbtot rum? Wieso kann man dir nicht ihr Leid ein Ende setzen? Das ist doch irgendwie schade. Naja, gut. Okay, es gibt eine Notiz mit einem bodenlosen Loch, wo wir runterspringen sollten. Das kennen wir ja mittlerweile. Und dann hieß es, gab es noch irgendwas über einen Kotaro. Na, diese Dinger würde ich gerne da unten einsammeln, aber da wimmelt es wieder von diesen scheiß Viechern, ey. Eieiei. Der steht gleich bestimmt nochmal auf. Das dachte ich mir. Irgendwie unter uns oder hier hinten scheint noch irgendwas zu sein. Kann man nicht so ganz erkennen. Hm. Was ist das denn wieder für ein Typ? Da steht doch einer, oder? Bin ich blind? Nee, da steht wirklich einer. Da kann man runter, aber auch wieder hoch. Wir versuchen es mal. Öl? Öl? Fest draufbeißen. Fest zuschlagen. Was ist denn für ein Stein? Bröckelnder Opferturm. Hier liegen die Vasallen des Ashina-Clans, hingerichtet nach der großen Rebellion. Mögen sie in Frieden ruhen. Da geht's auch wieder runter. Tja, ist die Frage, ob wir hier überhaupt richtig gehen. Alter, hier gibt's noch so viel zu entdecken. Da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Aber gut. Was denn sonst noch so abgeht. Ja, ich sehe fast gar nichts, Freunde. Ist echt krass, wie dunkel das hier ist. Diese Mistviecher. Da, auch schon wieder eins. Leck mich. Blödes Kackvieh. Da geht's wieder hoch. Da ist auch einer. Oh, was haben wir denn hier? Hallo.
Figur des Bildhauers gefunden. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Steh ich nicht. Eisenschrott. Das hier ist so eine Art See. Da können wir auch noch weiter. Okay. Aber wir klatschen noch da oben den Rest. Da unten sind noch zwei von diesen Viechern. Drei sogar. Aua! Boah, der Arme, Alter. Der tut mir immer voll leid. Die greifen ja eigentlich gar nicht an, sondern die knien sich hin und betteln quasi. Warum denn? Dafür, dass man die umbringt, oder was? Guck mal, die kümmern sich voll. Oh Mann, ey. Ich hab sogar schon Mitleid mit Untoten. Oh, da ist noch einer. Wie sieht's eigentlich mit Erfahrungspunkten aus? Kriegen wir da eigentlich auch irgendwann mal wieder neue, oder? Einen haben wir jetzt, okay. Moment, da vorne. Ah, scheiße. Da vorne war noch so ein Dingens. Genau. Wer ist das denn wieder? Dasselbe könnten wir dich fragen, Kollege. Ah. Moshia. Shinobi no Okata desho ka? Wieso sind die Leute eigentlich alle so viel größer als wir? Zieht euch das mal rein, der ist schon wieder einen ganzen Kopf größer, ey. Was für ein Gefallen. Blutiger Brief des Chirurgen. Ein abgenutzter, blutbefleckter Brief von Dosaku, dem chirurgischen Chirurgen im verlassenen Verlies. Benötigt ein kräftiger Mann, vorzugsweise ein starker Samurai oder ein junger, großer Soldat, etwa ein Mitglied der Taro-Truppe, muss unversehrt geliefert werden. Hä? Nochmal, ein abgenutzter Blut... Benötigt einen kräftigen Mann, einen Samurai... Okay. Was sollen wir damit jetzt machen? Ach so, der will so eine Art Testperson dann haben, oder was? Und da können wir jetzt nicht rein, oder wie? Scheint es aber irgendwas zu geben. Ey, wieso kommen wir da nicht rein? Vielleicht müssen wir den ja dafür töten, um da reinzukommen. Aber ich will eigentlich keine NPCs töten. Nachher zerstöre ich irgendwelche Questlines. Na, hier unten waren wir ja im Prinzip auch überall schon. Naja gut, gehen wir mal weiter. Also hier war nichts mehr, ne? Hier war nur dieses Teil zum Rasten. Genau, wer rastet, der rostet. Gehen wir mal weiter. Was hat uns denn jetzt schon wieder entdeckt? Jetzt aber. Wäre so ein kämpfender Fisch drin oder was? Ich dachte erst, das wäre wieder einer mit diesen Schuppen, aber scheinbar nicht. Oh, da ist noch Samurais. Arkus Konfer. Oh, da ist noch ein Samurai. Uiui. Töten wir erstmal den mit dem Speer, der fuckt immer am meisten ab, Alter. Und der kriegt nichts mit da hinten, Alter. Der ist ja der Hammer, der Typ. Voll das Gemetzel, voll die Klingen. Und hier, der denkt sich so, ach ja, ich chill, ich hab getrunken, alles entspannt. Leichter Geldbeutel, schwarzes Schießpulver und Beruhigungsmittel nochmal bekommen. Jetzt wimmelt's hier aber nur so von Zeugs, was wir bekommen. Krass, Alter. So, hier geht's aber nicht weiter irgendwie. Oder doch? Sieht nicht so aus, ne? Kann man hier irgendwas machen? Da sind noch so Seile befestigt. Was geht denn hier ab? Das Seil führt in den Boden, oder was? Übersehen wir hier gerade was? Ich habe irgendwie so das Gefühl.
Ach, es geht noch weiter, oder wie? Oder sind wir jetzt von da gekommen? Ich kann mich nicht erinnern gerade. Scheiße. Hier sind wir nicht. Okay. Okay, der Typ da oben stirbt zuerst. So, und was war das jetzt hier drin noch für eine Aktion mit euch Fischen, Alter? Habt ihr noch ein Problem irgendwie? Wollt ihr sterben, ja? Wollt ihr sterben? Okay, komm, komm. Nummer 1. Haben wir den jetzt? Ne, haben wir noch nicht. Komm her, Mann! Was ist denn der jetzt? Der weiße Hai, Alter, ohne Scheiß. Stirb doch endlich! Also. Junge, Junge. Was für ein Nervensägen. So. Dann haben wir die jetzt auch. Hier ist noch so ein Tor, okay. Wir schleichen lieber mal ein bisschen. Wer weiß, was hier noch abgeht. Okay, sonst ist hier nichts mehr, scheinbar. Statuen. Was haben wir hier? Mechanismus betätigen. Kommt doch bestimmt gleich irgendwas hoch, Alter. Einfach nur ein Aufzug oder was? Okay. Das ist wieder so typisch. Soulspawn mit den ganzen Mechanismen und mit irgendwelchen Aufzügen, Alter, das ist ja so geil. Wo sind wir denn jetzt, Alter? Irgendwie höre ich was. Boah, Spinnenweben gefallen mir schon gar nicht. Kann man nicht kaputt machen, okay. Das kann man aber kaputt machen. Den Krug nicht, okay. So, das heißt, da ist der Aufzug, ne? Hier sind wir reingekommen, da geht's hoch. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist gleich einer, Alter. Irgendwie, ich weiß nicht. Wer redet denn da mit uns? Wo sind wir denn jetzt gelandet, Alter? Ach krass.死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。それでももしこの戦法寺に入る理由があるのなら止めることはいたしません。 Wir sprechen mit einem fucking Plakat. Beziehungsweise einem Wanddingsbums. Okay. Tja, nee, aber wir bleiben trotzdem. Die Mönche, Alter, die werden wir auch zu ihrem Glauben zurückführen. Definitiv, ey. So. Wir rasten mal hier an der Stelle. Warum hab ich schon wieder Schluck auf, Mann? Was ist denn hier los, Alter? Das nervt, ey. So. Scheint er weg zu sein, hoffentlich. Ja. Arigato gozaimasu. So, und dann werden wir jetzt mal erkunden, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ich habe gar keine Ahnung, wo wir hier sind, ey. Gakins Konfekt. Das erinnert mich so nach einem bestimmten Gebiet in Dark Souls 3 mit den Sümpfen. Oh, Senpo-Tempel Berg Kongo. Ach krass. Ja, dann sind wir ja im Prinzip jetzt genau da, wo wir eigentlich auch fast hin wollten. Kann man auf das Dach von dem Senpo-Tempel? Nee, ne? Da kann man runter. Überall. Da ist wieder einer mit seinem scheiß Ding da. Von der Seite kann man auch raus oder runter oder was? Warte mal.
Ach man. So. Ist ja noch was. Eisenschrott haben wir wieder hier. Von hier können wir nicht rein. Okay. Die Musik gefällt mir hier. Wer ist das? Oh. Oh, der weint. Oh Mann. Wie können wir dir helfen? Oite ikarete shimota. Mina, Kotaro oite doko e ittan ja? Ora, dou sureba ii in ja no? Ach, er ist Kotaro, oder was? Naze naite iru? Mina ni oite ikarete shimota ja? Oh, der sieht aber knuffig aus, ey. Mina wa... Eie. Are... Dare ja? Kuru kuru mawaru aka shiroi ohana tatta ichi ni mashiroi ohana mashiroi ohana ga miyatarai nan da to atama ga ite sumane anta nani o itte iru no ka ora ni mo wake ga wakaranen da tonikaku mashiroi ohana o sagasanakya. Er muss die schneeweiße Blume oder Blüte finden oder was auch immer er jetzt gerade gesagt hat. Okay. Ich glaube, mit dem kann man bestimmt auch irgendwas Questtechnisches machen. Ich glaube, wir haben nur jetzt gerade nicht die Mittel dazu. Müssen wir uns mal demnächst genauer anschauen. Kann man von hier aus nochmal darüber springen? Das wäre echt geil. Ja, Mann, wir sind die Meister-Shinobis. Das geht alles hier. Easy. Easy, Leute. Sehr geil. Oh, oh. Das war knapp. Nein. Toll. Wir sind doch keine Meister-Shinobis. Okay, also es gibt jetzt einmal einen Weg nach da oben. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Die haben uns zum Glück noch nicht gesehen, glaube ich jetzt, oder? Okay. Ist er jetzt alleine? Ich dachte, hier waren mehrere. Ich glaube, der wirklich alleine. Also da mir jetzt gesagt wurde, dass sie alle ihren Glauben verloren haben, habe ich kein Problem damit, die jetzt umzumurksen, ehrlich gesagt. Vor allem nicht, wenn einer von denen 87 EP gibt, Alter. Das ist sehr schön. Sehr gut für uns vor allen Dingen, wenn wir dann neue Skills haben wollen. Weil ich glaube, es wird langsam mal Zeit, so ein paar Prothesen nochmal zu verbessern, wenn wir die Materialien dafür haben. Beten hilft ja auch nicht mit deiner Unsterblichkeit, du Sack, ey. Andere Seite ist fort. Da unten geht es allerdings noch ein bisschen weiter. Aber ich habe echt keinen Plan, wo man zuerst hin soll hier in diesem Gebiet, ne? Das ist irgendwie schwierig. Unter uns scheint keiner zu sein. Ach, guck mal an. Da ist wieder so eine Ratte unterwegs. Ach so. Guckt hoffentlich nicht in unsere Richtung. Was haben wir hier? Das sind noch zwei Items. Ballon des Geistes und Konfekt. Man nimmt halt irgendwie immer wieder alles mit, ne? Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ach, der ist mit diesem Ding da verbunden, okay. Mal gucken, ob wir den töten können. Können wir. Was können wir jetzt hier mitmachen? Drachen steigen lassen. Ich frag mich nur gerade, was das nützt, ehrlich gesagt, aber wir können es ja einfach mal versuchen. Hä? Und dann kommt er wieder zurück, oder was? Hm. Also irgendwas muss es mit diesem Mechanismus auf sich haben, gehe ich von aus. Ich weiß allerdings noch nicht was. Wir werden es auf jeden Fall noch versuchen herauszufinden.
Aber immerhin haben wir ja schon mal eine Ratte erledigt hier wieder. Und der eine Typ hat ja gewollt von uns, dass wir diesen Ashina-Skillbaum komplett fertig machen, ne? Das war ja auch noch so ein Ding. Hier waren die zwei Mönche, da oben war auch noch jemand. Deswegen würde ich gerne etwas langsamer gehen hier. Okay. Von hier kann man den murksen. Ja. Scheiße, wir wurden entdeckt. Ah, fuck. Mal sehen, ob wir uns hier verstecken können. Da unten ist er, ne? Naja gut, dann versuchen wir mal gegen den zu kämpfen. Solange der nur alleine ist, kriegen wir das hoffentlich hin. Yo! Okay, der macht einen Stichangriff, alles klar. Zum Glück haben wir den noch geblockt im letzten Moment. Aber nur er hat uns entdeckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was machen die denn da, Alter? Okay. Vielleicht sind die doch etwas einfacher, als ich mir das vorgestellt habe. Da oben auf dem Dach ist auch noch was. Leichter Geldbeutel. Hier links war auch noch was. Oh, warte mal, wer ist das denn? Boah, da scheint jemand getötet worden zu sein. Arme Person. Boah, voll braun, dunkel. Ich hab schon gedacht, das wäre ein Äffchen oder so. Warte mal, hier ist noch mehr. Sind das Affen, die hier getötet worden? Wurden, Alter. Ich bin nat. Kügelchen gefunden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's cool, dass die hier so viele Schleichpassagen mit eingebaut haben. Das finde ich echt nice von denen. Die gehen da ja jetzt alle hoch, ne? Dann können wir doch mal ganz kurz hier das Konfekt einsammeln. Von da unten hätte man auch hier hinkommen können, oder was? Oder wozu ist der Baumstamm hier? Oder von der anderen Seite? Ach, warte mal, was denn hier? Nein! Boah, war das knapp. Hohoho, shit! Boah, ich dachte, wir stürzen jetzt ab. Oh mein Gott, ey. Ach du Scheiße. Ach, das ist noch was. Uiuiui, was haben die denn hier alles auf einmal? So viel Zeugs, jetzt ist man echt überschüttet mit irgendwelchen Items, Mann. Ob wir die brauchen können, ist natürlich wieder die andere Frage, aber irgendwie sinnvoll, wenn wir die bestimmt schon einsetzen müssen. Okay. Nice, das hat funktioniert, sehr schön. Handvoll Asche. Hier sind noch so zwei von denen. Die Frage ist nur, wie geht's hier noch weiter? Ich würde gerne den mit dem Stab zuerst töten, weil der hat diese Möglichkeit, uns dann. Jetzt haben wir uns alle entdeckt, das ist natürlich scheiße. Fuck! Aber den nehmen wir noch mit. Oh, shit! Der Typ mit dem Speer kommt aber schnell hinterher, ey. Junge, Junge, das hätte ich nicht gedacht für so einen alten Herrn. Wow. Kung-Fu-Mönch, Alter. Eieiei.
Oh, gegen zwei ist aber auch schon wieder nicht ganz fair, Freunde. So, jetzt aber. Wir machen euch alle fertig, Alter. Wir machen euch alle fertig. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Fuck. Aber die sind aber ziemlich blind, finde ich irgendwie, die Mönche. Der mit dem Stab ist gefährlicher. Ich glaube, das waren alle, oder? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber wie macht man jetzt hier weiter? Ah, guck mal an. Was haben wir denn hier? Da geht's hoch. Ach, wieder diese Viecher, Alter. Jetzt sollen jetzt wieder unten noch einer. Ah, Tatsache. Scheiß auf die. Den haben wir nichts mehr am Hut. Ups. Warum sind hier so viele von diesen Dingern, Alter? Scheiße, der kommt zurück. Was denn, wenn wir uns hier so an die Wand lehnen? Sieht er uns oder sieht er uns nicht? Der kommt gar nicht bis zu uns, ne? Die anderen haben den Blick abgewendet von uns. Ach, okay. Interessant. Die Viecher sind voll nervig, Mann. Spätestens das hätten die eigentlich hören müssen. Aber gut. Gokans Konfekt. Keramiksplitter. Das Problem ist, die sitzen jetzt wieder vor etwas, wo ich mir gerne anschauen würde, was das ist, und deshalb machen wir das jetzt folgendermaßen. Boom! Ach du Scheiße, wer ist das denn? Wo kommt er denn her? Oh nein. Blöde ist, wenn er das Ding voll hat, können wir den nicht finishen. Ah, doch jetzt. Oh. Nice. Finish him. Fatality. Kürbissamen. Oh, was ist das? Oh mein Gott. Wir versuchen herauszufinden, wer das ist. In der nächsten Folge. Obwohl, warte mal. Das sind nur diese kleinen Viecher. Oh mein Gott, was ist das denn, Alter? Wisst ihr was? Wir machen das jetzt so.
Boah, Alter. Übertreib's doch nicht. Boah, ist das widerlich. Puh. Was greift uns denn da jetzt noch an? Nix mehr, oder? Nee. Ja, krass. Ich dachte schon, das ist jetzt wieder so ein Boss. So, dann haben wir das hier alles geläutert und dann würde ich sagen... Scheiße. Ach du Kacke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Ah, jetzt habe ich aus diesem Kügelchen genommen. Egal, okay. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.